Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist der erste Tag, wo wir keine Quarantäne mehr haben. Und ja, das war sehr schön. Calvino hat heute direkt Besuch von seinem Schulfreund. Man muss es ja direkt ausnutzen. Ja, wie ihr sehen könnt, wir sind hier jetzt im neuen Haus. Ich habe heute als Aufgabe, hier die Fenster zu putzen. Also ich habe die schon mal so grob geputzt. Das hatte ich euch auch gezeigt, weil das ja halt ein Raucherhaus war. Ne? Die waren total gelb und verranzt und so. Und grob habe ich die schon geputzt, aber da ist halt noch so ein Schmierfilm. Deswegen werde ich heute im Erdgeschoss hier die Fenster putzen. Smurfy aus. Da liegt so eine Fußleiste auf dem Boden. Und die wird er sich gerne packen. Ja, und dann kommt ja auch nächste Woche schon, also jetzt noch 6 Tage. Und dann kommt das Umzugsunternehmen schon, sage ich euch. Dann ist es soweit. Das Umzugsunternehmen, ne? Und dann wohnen wir hier. Unglaublich. Also uns fehlen noch viele Sachen, sowas wie Gardinenstangen und Gardinen und so. Aber wir haben gesagt, das machen wir alles, wenn wir dann halt hier wohnen. Dann sieht man viel besser, was hier noch reinpasst. Dann fahren wir nach Ikea oder keine Ahnung wohin, lassen uns da berieseln und dann haben wir das alles. Was guckst du so? Das ist sein Else-Klingen-Platz. Da guckt er sich immer die wilden Tiere dann an. Ja, und Calvino ist jetzt oben in seinem Zimmer. Und die gehen nachher auch raus, die Jungs. Die waren schon raus, gerade mit dem Hund spazieren, eine große Runde. Und ich werde mich jetzt mal aufraffen und anfangen zu putzen. So, das hier ist jetzt der große Schrank im HWR. Den haben wir ja drin gelassen, von den Menschen, die hier vorher gelebt haben. Und ich habe diese Seite schon sauber gemacht und habe die schon eingeräumt. Und jetzt ist das halt sehr schön, wenn ich putzen möchte, dann brauche ich hier nur so reingreifen. Ja, ich muss halt unbedingt Putzlappen waschen und mitbringen. Deswegen sieht es so ein bisschen leer aus. Ich habe hier meine guten Fenstertücher mal mitgebracht. Die sind jetzt so ein bisschen geschleudert vom Transport. Die muss ich noch wieder ordentlich zusammenlegen. Aber die sind wirklich super toll, um streifenfreie Fenster zu machen. Und ich sag euch, die habe ich schon 10 Jahre teilweise, sind die bestimmt alt. Hier diese kleineren sind ein bisschen älter. Ich kaufe die, früher habe ich die mal auf dem Wochenmarkt gekauft. Da war so ein Stand, wo man die bekommen hat. Aber den gibt es leider nicht mehr. Und dann hatte ich mal bei Amazon geguckt und die gibt es auch bei Amazon, weil ich brauche davon echt viele. Wenn ich Fenster putze, Spiegel, Badezimmer, sowas putze ich alles damit. Und ja, die gibt es halt auch bei Amazon. Die kann ich euch echt empfehlen. Und ich werde euch die mal unten verlinken für die, die da Interesse haben. Mein Härchen ist da. Ich immer raus vom Flur? Nein, also ich weiß sie nicht. Ich hatte die hochgemacht. Ich weiß noch nicht, welche Sicherung das ist. Flur. Ja. Genau. Da hatten wir nämlich, oder Bernd Ecke hatte große Probleme hier mit dem Strom. Aber alles erledigt. Ja. Mach's aus? Nee. Was soll ich ausmachen? Sicherung. Ich kann doch nicht am Strom rangehen, wenn die Sicherung drin ist. Und jetzt seht ihr das Familienbett. Tada! Es ist fertig. Hier. Komm, hier ist Murphy. Guck mal, hier kannst du einsteigen. Da. Genau, super. Ja. Glaube ich nicht, Smurfy. Nur schnüffeln. So ist fein, ne? Er sagt, er ist nicht der Schnuckel hier. Nee, ist er auch nicht. Oh, ist das schön? Nach Welzi, Welzi. Na, hör auf. Ey. Ich war gerade noch mit ihm draußen. Aus. So ist fein, ne? Ja, fein. Super. Ja. Aus. Ey, aus. Aus.
richtig schön geworden, das Bett. Ja, und für eine Seite haben wir jetzt hier so eine Inkontinenzunterlage aus. Ja. So, jedenfalls haben wir hier eine Inkontinenzunterlage für eine Matratze erstmal geholt, weil ich mir nicht sicher war, die sollen nämlich rascheln, eventuell, man weiß es nicht. Und deswegen haben wir erstmal nur eine bestellt. Haben die Kinder einen Schlüssel? Nein, die Kinder haben keinen Schlüssel. Keine Lampe. Ja. Jetzt klingelt es wieder. Ja, ach so, das sind die Kinder. Ja, und wenn die nämlich gut ist, die Unterlage, nicht so extrem raschelt, dann bestellen wir noch eine. Bis jetzt geht's. Ich werde erstmal ein paar Nächte darauf schlafen und mal ausprobieren. Ich wollte die jetzt schon mal draufspannen, dass die so ein bisschen auslüften kann, genau wie die neuen Matratzen. So. Dann machen wir das doch mal. Was ich schon mal sehr gut finde, ist, dass sie nicht so Falten wirft. Ich glaube, das wird ganz gut klappen. Ist halt hauptsächlich, wenn wir windelfrei machen und doch mal was daneben geht oder Milch oder so. Ja. So. Bernd entfernt gerade wieder die Kabelkanäle, die er schon mühevoll installiert hat. Muss mal deine Hose ein bisschen hochziehen, bitte. Danke. Denn da aus der Wand kommt das Kabel für Fernsehen. Und der Fernsehen kommt ja hier hin. So. Und jetzt haben wir aber herausgefunden, dass man auch den Kabelanschluss vom HWR, wenn man einen Tipp gekriegt, genauso wie den Stromanschluss, hier einfach ein Loch machen könnte und dann haben wir keine Kabelkanäle und das alles hier im Haus, gell? Ja. Und deswegen sieht das jetzt so kacke da oben aus. Aber das wollte ich jetzt überstreichen. Dann passt bitte sehr gut mit dem Sofa auf. Hallo. Ja, du guckst so. Ich habe nicht gesagt, du guckst doof, ich habe gesagt, guck so. Na, Etty ist unzufrieden. Der will raus auf die Wiese mit den Tieren hüpfen. Ein bisschen fetzen. Ja. Ja, komm, dann nehme ich das Sofa weg. Ja, wäre schade drum. Der ja, kriegst du nicht raus. Hier war gerade schon ein Fleck. Nicht von mir. Nee, da war trotzdem ein Fleck. Ist ja egal von wem. Hart gewordene Farbe. Wie ziehen wir jetzt am besten? So, ich bin hier drin in der Ritze. Stopp. Ich würde es jetzt von hier schieben. Ja, aber hier ein bisschen zum Raum hin, nicht an der Wand entlang. So, die Fenster sind jetzt alle geputzt. Und der Staubsauger läuft jetzt. Wir hauen ab. Bert ist schon wieder zur Arbeit gefahren. Und ich fahre noch eben einkaufen und auch noch kurz zum Laden. Und dann fahre ich nach Hause. Ja, ich muss nur noch im Hauswirtschaftsraum das Fenster putzen und im Wintergarten die Fenster putzen und dann ist Erdgeschoss fertig. Morgen geht's weiter. So, endlich zu Hause. Ich habe jetzt schon Bananen gerade eingekauft. Ich habe erzählt, ich gehe eben einkaufen und die sind jetzt im Auto geblieben. Die lasse ich nämlich morgen schon am Haus. Die sind nämlich noch grün und müssen reifen und die sind dann für, wenn wir am Haus schon wohnen. Und hier zu Hause geht jetzt alles so zur Neige an Obst. Also ich habe nicht mehr viel eingekauft, nur halt so, was man wirklich braucht, dass wir alles leer bekommen. Und jetzt sind unsere Spannbettlaken gekommen, zwei Stück, weil wir mal zwei 1,40 x 2 Meter Matratzen.
Und das ist grauer Frottee. Ich liebe Frottee-Spannbettlaken. Ich finde das so gemütlich. Mal gucken. Da stand, dass die so dick sind im Internet. Ja, oh, die sind richtig kuschelig. Ich wollte die jetzt einmal durchwaschen. Schön, oh, da freue ich mich. Voll doof, ne? Aber wenn man so, jetzt ein Jahr haben wir jetzt auf der Couch geschlafen und da lag immer nur so eine bezogene Bettdecke drunter. Und jetzt haben wir endlich wieder schöne Spannbettlaken. Oh, und dann hole ich mir noch so schöne Biber-Bettwäsche. So richtig schön eingemummelt, der Kamin an. Toll. Oh, nee, ist nicht toll. Weil, schaut mal, ich hatte 100% Baumwolle, stand. Und das ist aber mit 20% Polyester. Da muss ich noch mal gucken. Dann lasse ich das mal noch eingepackt und checke erstmal. Wo ist mein Handy? Bist du genervt, ja? Meine momentane Lieblingsposition. Ich habe mich jetzt hingelegt. Ihr sagt immer alle, ich soll mich ausruhen und schonen. Und ja, das hat sich aufgeklärt mit dem Spannbettlaken. Das ist in Amazon mit 20% Elastan gekennzeichnet. Ja, also alles gut. Ich werde das gleich waschen. Und dann ist da halt 20% Polyester drin. Nächste Mal weiß ich Bescheid. Vielleicht hat Frotte ja auch immer Elastan oder Polyester. Keine Ahnung, kann mir da bitte mal jemand was zu in die Kommentare schreiben. Ich schneide jetzt das Video hier für euch und werde das hochladen. Und dann gibt es nachher Essen. Also muss ich halt noch machen nachher. Es gibt heute bei uns Ofenkartoffeln, also so Kartoffelecken. Dann mache ich ein Blech voll Natur und ein Blech voll, das würze ich immer mit Paprikapulver, Salz, Knoblauchpulver und Öl. Und das mische ich dann so und ein Blech ist halt dann mit diesem Gewürzkartoffeln. Und dann gibt es dazu Nuggets und Cordon Bleu und einen großen gemischten Salat. Das wird heute unser Abendessen sein. Ja, und dann ist schon wieder Feierabend für heute. Der Tag wieder rum. Die fliegen so vorbei jetzt die Tage bis zum Umzug. Genau. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen sind wir auch am Haus. Genau, dann geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.